18 ist nächste Regier, einfach die Hand auf den Schaltknüppel drauflegt, so in ganz cooler Manier. Warum? Weil er kuppelt sofort aus, weil er eine Art Halbautomatik hat, das heißt, Sie müssen keine Kupplung treten, sondern Sie heben nur, was ja eigentlich ganz praktisch ist, wenn Sie eh schon schalten müssen, den Schaltknopf ein bisschen runter und schon kuppeln Sie aus. Thermische Probleme oder soll die Haube so offen sein? Naja, okay, wir fahren einfach weiter und gucken, wie das Thema sich entwickelt. Sie dürfen noch mal ein bisschen was nachlegen, wassertechnisch, sowohl für die Mannschaft wie auch für den Wagen. Wie gesagt, der O80, die große Entwicklung des Felix Wankels, eigentlich so die Zukunft des Automobils damals gedacht. Die Firma Mazda in Japan hat sich auch diese Lizenzen gekauft. Und wie gesagt, NSU hat diesen O80, einen Wagen, der damals einen absolut tollen CW-Wert hat, ich glaube so um die 0,29 oder 0,3, was heute noch als hervorragend gelten würde. Dieser Wagen war einfach seiner Zeit ein bisschen voraus. Es war eine Reihe von mutigen Architekten und Frauenärzten und anderen, die sich damals einen solchen O80 gekauft haben, aber er ist leider nie richtig angelaufen, obwohl er von seiner entsprechenden Bauzeit doch einige große Mengen gebaut wurden. Aber wie gesagt, er war einfach weit, weit seinem Thema voraus. Der Fiat Cinquecento kommt herangefahren. Ah, che bella macchina. In dieser wunderschönen babyblauen Farbe, statt Nummer 148, kommt er heran. Dieser Wagen, der den Topolino irgendwann mal ersetzt hat. Und Michele Carbone und Christina Berger sind hier mit dem Nova Super Cinquecento unterwegs, der immerhin 15 PS unter der 18. Dann haben sie aber hier ein Understatement gemacht auf der Liste. Also drei haben wir noch mehr gefunden zwischendurch. Da muss ich sagen, also da war die Piaggio von gestern Abend, wo der Kaffee kam, der war mit seiner 11 PS schon verdammt nicht dran. Aber sie haben über Nacht noch ein bisschen draufgelegt wahrscheinlich, um den Abstand zu wahren. Finde ich gut. Wie gesagt, der schöne Kleine, mit dem ist die Mama mit den frisch gemachten Nudeln und der Papa und die gesamte Familie unterwegs gewesen damals. Ich sage, der Volkswagen par excellence von Italien. Jetzt kommt ungefähr aus der gleichen Zeitstufe einmal italienisches Alfa Romeo Flair und dahinter britischer 3-Liter 6-Zylinder. Wir fangen mit der Stadtnummer 165 an. Das ist der Alfa Romeo Fastback Spider in der 1,3-Liter Variante, wie er ihn hier von Michael Dielmayr und Günther Mayer vorgeführt wird, aus dem Jahre 1969, aus erster Hand im Originalzustand. Und jetzt kommen zwei, die sich hier besonders gut auskennen, Stadtnummer 150. Ich gehe mal so ein bisschen von dem Auspuff weg, weil ich weiß, wie schön der da an der Seite rausgehen kann. Also, herzlich willkommen erstmal an Tobias Wolf, Inhaber der Werbeagentur und der Wagen, wie gesagt, Werbeagenten hier in Heidelberg, der Wagen von Kuno Huck zur Verfügung gestellt. Jeremy Hotchkiss auf der Beifahrerseite ist der Austin Healey 3000 BJ8 und die Werbeagenten hier in Heidelberg sind über lange, lange Zeit